Leute, was geht? Mein Name ist Paolo von Outlet 46, heute mit einem neuen Sneaker-Review und zwar über diesen Klassiker hier. Das ist der Air Force One. Nicht die normale, komplett weiße Variante, sondern wir haben hier so ein paar Holzdetails verarbeitet. Einmal hier und hier auch, dass ihr mehr so ein Braun. Ich habe den Schuh in der Hand, erzähle ich wie immer ein bisschen was darüber und hinterher sieht noch die On-Feed auf. Was gibt es zu dem ganzen Ding zu sagen? Also, hier gibt es einmal verarbeitetes Obermaterial Echtleder, wie man hier schön sehen kann. Das sollte man nicht, weil jeder, der Air Force One kennt, sollte es eigentlich wissen. Hier sind halt Echtlederparts verarbeitet, aber auch Synthetik. Das ist so eine Mischung aus beiden. Hier sind auch Synthetik-Schnürsenkel. Sonst haben wir hier einfach eine normale Gummisohle. Die Gummisohle hat so ein paar Besonderheiten. Das ist eigentlich ein Basketballschuh gewesen. Hier sind solche Drehpunkte drin verarbeitet. Hier unten und hier vorne. Also das ist einfach, wenn ihr zum Beispiel hier vorne nur mit den Zehen auftretet und euch drehen wollt, dann habt ihr hier auch die optimale Beweglichkeit. Genauso wie hinten auch nochmal. Ist halt gut für den Sport geeignet. Ansonsten, ja. Das ganze Ding ist auf jeden Fall ein ziemlich robuster Sneaker. Also ihr könnt damit viel machen. So ein richtiger Beater. Damit habt ihr auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Der ist echt schwer kaputt zu bekommen, weil das halt so ein robuster Schuh ist. Ja. Was ist die Besonderheit bei diesem Sneaker? Ihr habt hier einmal dieses Patch, würde ich das schon fast nennen, was halt mit Klettverschluss ist, was man einfach hier vorne dran machen kann. So. Oder man kann es auch eben abmachen, wenn man das eben möchte, ein bisschen cleaner haben möchte, ein bisschen schicker. Was ich dann halt ganz cool finde, dass hier dann einfach nicht steht, sondern da steht auch nochmal Nike Air mit einem Nike-Logo. Finde ich ziemlich cool. Also ich finde das fast schon cooler, wenn das hier noch so ein bisschen mit so ein bisschen Klett ist und dann steht da Nike Air, als wenn da einfach nur ganz normal das stehen würde. Oder halt die Variante so, könnt ihr auch falsch machen, wie ihr möchtet. Und hier hinten habt ihr noch dann halt wie gesagt diesen braunen Part, da steht auch nochmal Nike Air mit so einem Nike Swoosh Logo. Dann hier vorne nochmal ein kleines Detail, das ist glaube ich echt schwierig zu erkennen. Gucken, ob man es so sehen kann, das ist ein ganz, ganz kleines Swoosh Logo. Ja, das war eigentlich auch schon fast alles, was ich dazu zu sagen habe zu dem ganzen Sneaker. Hier ist noch ein kleines Detail, steht nochmal Air. Ich ziehe das Ding einfach mal an und dann könnt ihr sehen, wie es am Fuß aussieht. Mein Name ist Paolo, macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.